Werner Schulze-Erdl, hallo. Hallo, guten Morgen, guten Tag, wie immer alle wollen. André Dietz, hi. Hi. Guten Abend, Gernot Endemann, hallo. Hallo, guten Abend. Ilse Biberti, hallo, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Und jetzt begrüße ich ihn am Telefon, Matti Krings, hallo. Julian, grüß dich auch. Christian Rach, hallo. Hallo, hallo. Ich begrüße Wolfgang Lippert, hallo. Hallo, Julian. Frederik Meissner, hallo. Ja, herzlich willkommen, hier ist Frederik Meissner. Hallo, Julian. Die Sonne scheint, draußen ist es wahnsinnig heiß, hier drin bei mir gut klimatisiert, es ist kühl, es ist eine angenehme Atmosphäre, perfekt für ein Interview mit einer großen deutschen Schauspielerin, zum Beispiel mit Franziska Trögner. Sie wartet bei uns schon am Telefon, damit herzlich willkommen zum Sprechplaneten vom 4. Juni 2011. Wir fangen jetzt direkt an, viel Spaß. Ja, meine Lieben, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir Franziska Trögner auch schon am Telefon. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Sie sind ja seit sehr, sehr vielen Jahren, seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Schauspielerin, haben im Vergleich zu vielen Kollegen eine gut ausgefüllte Vita, habe ich gesehen. War dieser Wunsch bei Ihnen, Schauspielerin zu werden, quasi schon durch die Eltern in die Wiege gelegt oder gab es eine Alternative? Ach, es gab, wenn man klein ist, gibt es natürlich immer ganz viele andere Sachen, die einen interessieren. Klar bin ich durch den Beruf meiner Eltern vorrangig mit der Kunst in Berührung gekommen. Also wollte ich, als ich 5 war, Ballettsängerin werden. Dann hatte ich Marika Rück als Vorbild. Ja. Den Begriff Musical-Darsteller gab es noch nicht. Dann wollte ich eine Zeit lang mal Kinderärztin werden, wollte auch mal Archäologie studieren. Aber dann bin ich mehr oder weniger durch einen Zufall zum Kabarett geraten, mhm, und habe dann großen Spaß daran gefunden und wollte eigentlich dann auf die Bühne. Mhm. Meine Eltern wollten das nicht, weil sie den Beruf genug kannten und wussten, es ist für Frauen immer zu wenig da zu spielen, und haben versucht, mir das auszureden, aber ich bin es dann eben doch geworden. Ja, und haben schon relativ früh auch dann angefangen, ne? Also vergleichsweise früh. Ja, naja, also ich habe mit dem, wenn man Kabarett mitrechnet, da war ich aber, hatte ich noch keinen Abschluss, also seit meinem 15. Lebensjahr stehe ich regelmäßig auf der Bühne. Mhm. Und Abschluss habe ich gemacht, da war ich 22. Und es war 1976 und bin dann auch im selben Jahr im Berliner Ensemble als Schauspielerin zu unser aller großer Überraschung engagiert worden. Aha. Welche Erlebnisse aus den Anfangsjahren sind bei Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben oder haben Sie besonders geprägt? Gibt es da so ein paar Momente, an die Sie auch heute noch gern denken? Ja, naja, ich habe anfangs sehr viel, wie man im Theater so sagt, sehr viel unten gesessen. Also ich habe 3 Jahre lang war ich Hospitantin, ja, am Berliner Ensemble und habe dann, man sieht von unten immer natürlich viel besser, als wenn man oben auf der Bühne steht, und man weiß auch alles viel besser. Und ich dann, als ich dann selbst anfing, regelmäßig zu probieren, dachte ich auch, ich würde mich jetzt gerne noch unten sitzen haben wollen, damit ich mich fragen kann, ja, wie ich es anders machen soll. Das ist dann immer ganz ulkig, ja, wie man urteilt natürlich auch über eine fertige Inszenierung viel naseweiser, als, mhm, wenn man sie selbst von Anfang an erarbeiten muss. Ja. Also das sind so Erfahrungen, die ich gemacht habe, natürlich viele andere Sachen noch. Müssen Sie mich jetzt noch was konkret fragen, es fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Ja, mir fällt noch was ein. Waren Ihre Eltern Ihre stärksten Kritiker? Ja. Ja, ja, das waren sie. Und ich habe auch eigentlich immer große Angst gehabt, wenn meine Eltern drin waren. Also fremde Leute waren mir wesentlich mehr egal. Also aha, egal nicht, ja, man ist immer aufgeregt. Also ich bin zu Premieren immer aufgeregt und mit auch zu so durchschnittlich bei Veranstaltungen auch schon. Also ich bin schon nervös, aber wenn ich weiß, wenn ich wusste, dass meine Eltern in der Vorstellung waren, dann war das schon schlimm. Mhm. War der Wunsch dann auch, den Sprung ins Fernsehen zu schaffen, für Sie immer schon gegeben? Oder hat sich das auch zufällig entwickelt oder war das die logische Konsequenz? Das hat sich bei mir eigentlich auch durch einen Zufall ergeben. Ich war ja seit meinem 15. Lebensjahr in einer Amateurkabarettgruppe. Das war anfangs das Jugendstudio der Distel, nannte sich dann später
die Reizzwecken und es hat ja in der DDR auch so viele Talentewettbewerbe gegeben. Das nannte sich alles nicht Deutschland sucht den Superstar oder Star Search. Das nannte sich schlicht und ergreifend wie früher in der Bundesrepublik auch dieses Talentschuppen. Das war also eine Talenteparade, hatte mehr oder weniger andere Namen. Und da war ich dann delegiert, erst vom Haus der jungen Talente zum Berliner Ausscheid und dann habe ich den Berliner Ausscheid auf dem Gebiet des Kabaretts gewonnen und dann wurde ich also delegiert in den DDR Ausscheid und da habe ich dann also 1976 auch im DDR Maßstab dieses gewonnen, diesen Ausscheid da auf dem Gebiet des Kabaretts und da habe ich mich das erste Mal dann im Fernsehen gesehen. Es war eine kleine Wiederholung und da habe ich bitterlich geweint, weil ich mich so schrecklich aussehen fand und dachte nur, naja, gut, für Fernsehen bist du nicht geeignet, so wie du aussiehst, ist ja unmöglich. Heute ist das nun kein so großes Ding mehr für Leute. Es gibt Videokameras, man kann sich filmen und man kann sich angucken, aber 1976, da gab es ja nun noch keine Videokameras und dann hatte ich für mich das Gebiet, also Fernsehen, das Genre Fernsehen, Film abgeschlossen und dachte eben, naja gut, wenn du jetzt Schauspielerin wirst, dann wirst du eben Bühnenschauspielerin und das fand ich auch ganz wunderbar. Ich hatte ja durch meine Eltern sowieso mehr oder weniger die Bühne kennengelernt und fand das ganz herrlich. Und dann ergab es sich dann aber doch, weil Leute mich gesehen hatten in dieser Sendung und dann habe ich in einem Film, der in Berlin spielte, so eine kleine Rolle gespielt und dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich mich auch an mich gewöhnt. Dann gab es noch, wann war das, 78 oder 79, habe ich mich dann das erste Mal auf einer Kinoleinwand gesehen, auf einer riesigen. Und das war dann nochmal ein kleiner Zusammenbruch, weil wenn man dann nur den Kopf auf der Leinwand sieht, das hat mich dann auch nochmal zutiefst erschüttert. Ach, sympathisch. Du gehst eigentlich nicht für Film. Aha. Aber gut, andere Leute sehen es anders und Ja, absolut. Könnten Sie sich heute noch ein Leben rein vor der Kamera, aber nicht mehr auf der Bühne vorstellen? Oder ist diese Mischung, die Sie jetzt auch aktuell seit Jahren leben, für Sie das Richtige? Nee, ich finde die Mischung sehr schön. Also mir gefällt das sehr gut und würde mich auch freuen, wenn das noch so weitergehen könnte. Weil eine Vorstellung auf einer Bühne zu spielen und in direkten Kontakt zu Leuten zu haben, ob ich sie kriege, ob sie sich freuen. Und wenn die Vorstellung dann zu Ende ist, dass Leute dann einen ansprechen und sagen, ach, das war aber ein schöner Abend. Das ist ein wunderbares Glücksgefühl. Und auch bei mir ist das so, dass ich mir die Sachen, die ich mache, ja selbst zusammenstelle. Und wenn das dann für Leute funktioniert, was ich mir ausgedacht habe, das ist wirklich, das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Es ist ein schöneres Gefühl, als wenn man, wenn eine Sendung im Fernsehen gelaufen ist und man kann am nächsten Tag die Quote gucken, dann ist es so eine anonyme Zahl. Sagen wir mal, ich bin jetzt beim Landarzt, 3,5 Millionen ist viel mehr. Wir sind wahnsinnig viele Menschen und da sagt man, oh mein Gott, 3,5 Millionen haben das nun geguckt. Aber selbst wenn, also wenn man eine Vorstellung spielt und es sind selbst nur 60 Leute drin gewesen und die sagen, ach, war das schön, ist das Glücksgefühl, was ich da empfinde, ein größeres als mir eine Quote anzugucken. Ja. War das denn für Sie, als es anfing, auch mit der Fernsehpräsenz, mit der Leinwandpräsenz, schwierig, plötzlich bekannter zu sein, auch im größeren Kreis, als unter denen, vor denen Sie auch gespielt haben? Nö, eigentlich nicht. Mein Vater war in der ehemaligen DDR auch ein ziemlich populärer Schauspieler und ich kannte das, angesprochen zu werden und dass einem einer sagt, das war aber schön oder um ein Autogramm gebeten zu werden. Natürlich, als mich selber das erfasste, war man schon ein bisschen stolz, und natürlich hat man sich gefreut, wenn man akzeptiert wird von Zuschauern. Ja. Hat der Mauerfall Ihre Karriere stark beeinflusst? Ja, weil ich wäre ja heute noch am Berliner Ensemble fest engagiert. Also ich wäre nicht freiberuflich tätig, sondern wäre noch in einem festen Theaterengagement.
aus dem ich 1992 rechtswidrig gekündigt wurde, denn ich war ja über 15 Jahre an dem Haus engagiert, also DDR-Recht galt nicht mehr, bundesdeutsches Recht noch nicht, beziehungsweise es war ja absolut eine Rechtswidrigkeit. Ich bin dann mit, also nicht nur ich, sondern 60 andere Kollegen, wir sind dann mit Abfindung, mit nach einem Vergleich, sind wir von dem Haus weggegangen. Ich bin jetzt im Nachhinein darüber nicht unglücklich. Ich bin sehr froh, dass ich in keinem festen Engagement mehr bin und dass ich also meine Sachen selbst entscheiden kann. Ja. Und dann so ein Gefühl, Gefühle der Existenzangst kannte ich zu DDR-Zeiten nicht, dass einen sowas ereilen kann. Daran musste ich mich gewöhnen, nicht zu wissen, was denn vielleicht übermorgen sein kann oder was morgen sein kann. Aber ich klopfe dreimal auf Holz, also mir ist es bislang sehr gut gegangen und ich hatte auch sehr viel Glück und bin jetzt sehr froh über meine freiberufliche Tätigkeit. Mhm. Haben Sie noch Kontakt zu alten Bühnenweggefährten? Ja, vielleicht zum Teil schon. Ja? Aber das ist ja so, auch wie beim, wenn man beim Film ist, selbst wenn man sich noch so gut verstanden hat, also jeder geht ja dann doch, das geht alles auseinander und jeder geht seine eigenen Wege. Ja. Und man ist mit, man begegnet sich durch Zufall wieder und man bleibt dann wirklich nur mit sehr, sehr, sehr wenigen weiter in Kontakt. Ja, wie in anderen Berufsfeldern auch. Wie, ne? Ja auch, ja. Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben in vielen Fernsehserien und Filmen mitgespielt. Liebling Kreuzberg, der Landarzt, lange haben Sie eben auch erwähnt, in aller Freundschaft und so weiter. Haben Sie selbst noch einen Überblick? Auch mit Dieter Krebs haben Sie viele tolle Sachen gemacht damals. Wissen Sie, okay, das und das und das habe ich alles gemacht? Sie haben es auf Ihrer Homepage auch schön zusammengeführt, aber kommt es auch vor, dass Sie was im Fernsehen sehen und denken, ach ja, stimmt, bei dieser Menge? Ja. Ja. da gibt es dieses Portal IBHM, IHBM oder irgendwas, weiß jetzt, ich komme nicht drauf, wie das heißt, im Internet. Und da habe ich, da wundere ich mich dann immer, woher die das wissen. Ja. Ich weiß denn manchmal, ich weiß den Film noch, aber ich weiß nicht mehr, wie der Rollenname war. Und da dachte ich, ach, so hieß ich da. Ach, ist ja interessant. Also das vergisst man dann doch. Ja. Welche Erinnerung haben Sie beispielsweise an die Zeit, an die Arbeit mit Dieter Krebs? Wie war dieser Mensch? Ich mochte den unglaublich gern, weil er sehr bodenständig war in seiner Art, sehr humorvoll und auch außergewöhnlich für Künstler. Er hat auch Widerspruch ertragen. Mhm. Und konnte mit Widerspruch auch umgehen. Also es gibt ja viele, die sind dann beleidigt oder die dulden das gar nicht und setzen ihr es durch. Und ich hatte das große Glück mit meiner Partnerin Susanne Opleger zusammen. Wir hatten einen ähnlichen Humor und bei Krebs, die Bücher, die wir gemacht haben, das war manchmal schon die 95. Überarbeitung von irgendwas, so dass manchmal der kleine rote Faden inzwischen verloren gegangen war, der Aha. in den Büchern vorhanden war. Es waren zwar mehr Gags drin, ja. aber man hatte irgendwie dann gesagt, ja, aber worum geht es denn eigentlich hier? Und dann haben wir sehr oft mit ihm sprechen können und sagen, Dieter, man versteht das jetzt nicht ja. mehr. Also es sind worum so viele es Witze. Denn eigentlich geht nee. Ja. Und wo man sagt, die sind betriebsblind geworden, sie haben es aufgegeckt, aber der Faden ist weg. Und das war mit ihm wirklich sehr, sehr angenehm zu arbeiten. Ah, ist interessant. Also hat er auch nicht nur die Kritik akzeptiert, sondern auch umgesetzt. Ja, mhm. ja. Wissen Sie, Sie haben es eben schon gesagt, Sie schauen auch mal im Internet nach, welche Serie vor allen Dingen vielen Jüngeren von Fans am meisten am Herzen liegt. Also ich weiß, dass ich ganz viel angesprochen werde auf Mama ist unmöglich. Richtig. Ja. Kinder-Comedy-Serie kann man, glaube ich, dazu sagen. Ja. Lief immer wieder, auch kürzlich wurde es wieder wiederholt. War diese Serie auch für Sie ein Highlight oder nur eins von vielen? Nee, das war schon ein Highlight, muss ich sagen. Als ich die ersten drei Bücher hatte, dachte ich, ach, das ist außergewöhnlich ja. für was man sonst so kannte. Und da dachte ich, ach, das wäre schön, wenn ich das zu spielen bekäme. Ich war ja, die haben ja so eine Art Casting gemacht und ich dachte gar nicht, dass ich die Rolle bekommen würde. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass dass das auf mich kam, dann die Besetzung. Das hat einen riesigen Spaß gemacht. Mhm. Für eine zweite Staffel hat es aber dann nicht mehr gereicht. Warum?
Weil ich einen Unfall hatte. Ach so. Ich bin zu Hause verunglückt. Ich bin ausgerutscht auf meiner Holztreppe. Aha. Und habe mir einen Knöchel gebrochen und ein Bänderriss zugezogen, 2 Tage vor Drehbeginn. Aha, und da in den Schulferien gedreht wurde und viele Kinder am Drehen beteiligt waren und auch viele Promis besetzt waren, die auch, wo die Termine alle schon feststanden, hat man sich dann von mir getrennt und hat Angelika Milz da besetzt. Ah, spannend, dass das auch mal geklärt ist. Da wird nämlich noch viel hier und da mal spekuliert. Mochte sie die Serie vielleicht doch nicht so, dem war also nicht so? Nee, überhaupt nicht, aha, überhaupt nicht. Was auch so ein bisschen untergeht, das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht liegt es auch an den Sendezeiten. 7 Jahre Sesamstraße, ja, neben Rumpel, Samson, Fienchen, wie sie alle heißen, haben sie Ella gespielt, in der Sesamstraße gewohnt. Die Serie nimmt nicht mehr so einen großen Stellenwert ein wie früher. Aber dennoch, wie war die Arbeit mit Puppen für Sie? Das war ja doch eine ganze Zeit immer wieder. Ja, einmal im Jahr war ich da 2 Wochen. Und also ich habe wirklich große Hochachtung vor den Kollegen, die die Puppen geführt haben, weil die wirklich in den unbequemsten Positionen gelegen haben. Ja. Denn ich, ja, also die haben rein, wie nennt sich das, rein bühnentechnisch nicht geschummelt. Also ich stand normal auf dem Studioboden mit meiner Größe, mhm, und die Kollegen, die also zum vor allen Dingen also Fienchen und natürlich auch Pferd und alle, die haben auch so, na, wie auf Brettern mit Rädern gelegen. Aha, also es war keine, eine kleine Holzstütze dran für, ja, den Rücken, aber die haben wirklich 8-9 Stunden in dieser verqueren Position gelegen und haben die Puppen geführt. Und das ist körperlich eine unglaublich anstrengende Arbeit gewesen für die Kollegen. Glaube ich. Also es hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Aha, interessant. Also Sesamstraße war nicht so erhöht, wie es von anderen Puppenserien kennt, das tatsächlich auf ebener Erde da in Hamburg gewesen. Ja, in Hamburg, im Studio Hamburg. Mhm. Ja. Hätten Sie da gerne noch weiter mitgespielt? Es wurde ja irgendwann dann einfach nicht mehr weiter gedreht, so in der Form, aber wären Sie noch weiter dabei geblieben? Ja, ja, sehr gern, sehr gern. Und ich bin jetzt ich habe eine Einladung, ich denke, was ist denn das? Ja. Ich kriege hier eine Einladung, Bistum Kita, Bistum Essen. Ich denke, was wollen die denn von mir? Ich denke, ich habe überhaupt nichts mit der katholischen Kirche zu tun und mache das auf. Und da habe ich eine Einladung bekommen zum Familienfest am 2. Juli nach Essen, weil die Kinder, die haben wohl viel in diesen Kitas die Sesamstraße geguckt und sie wollen gerne mit ihrer Lieblingsoma Ella gemeinsam Märchen lesen. Ah, und da habe ich mich ja gefreut. Und ich kann da auch, also ich werde dann nach Essen fahren. Ah, wie schön. Ja. Ja, das ist da toll. Ja. Schöne Geschichte. Ja gut, Sesamstraße läuft ja auch noch jeden Morgen, wird sicherlich noch ein paar Jahre immer wiederholt. Da werden vielleicht noch mehr Kitas dann mal auf Sie zukommen. Ja, gucken wir mal. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Sie jetzt auch tatsächlich vorbeikommen. Welche Rollenprofile gefallen Ihnen besonders gut? Was spielen Sie am liebsten für Menschen? Ich spiele, wenn ich jetzt sage Tragikomödie, dann können die Leute sicherlich nicht allzu viel damit anfangen, nur wenige. Also, ich spiele gerne Menschen, die Humor haben, die in Situationen geraten, die nachvollziehbar für Leute sind, aber sagen wir mal, dass der Humor nicht so platt ist, sondern dass eine kleine Träne noch durchs Knopfloch lugt. Aha. Also nicht übertrieben lustig, sondern auch ein bisschen Mensch dahinter. Ja, wo eine Seele vorhanden, ja, ist. Aha. Wissen Sie, was ich gar nicht wusste? Ich habe mich ja so ein bisschen auf das Interview vorbereitet. Ich kannte Sie aus vielen verschiedenen Fernsehserien, sind ja überall immer mal zu sehen. Aber dass Sie in Charlie und die Schokoladenfabrik mitgespielt haben, wusste ich nicht, obwohl ich den Film gesehen habe vor ein paar Jahren. Wie kam es dazu? Das ist ja schon eine ziemlich große Nummer. Ja, so ist, Telefon klingelt, Anruf. Es ist eine internationale Produktion, sucht die Besetzung für eine deutsche Mutter in London. Und ob ich mir das vorstellen könnte, so, ja, natürlich, na klar. Ja. Und dann
Bar kam die Castingdame aus London nach Berlin. Alles, worum es ging, wurde strengstens geheim gehalten. Also ich wusste überhaupt nicht, worum es sich handelt, um welchen Stoff, welchen Regisseur, welche Partner. Aha. Ich wusste nur deutsche Mutter in London. Und dann kam also die Castingdame nach Berlin, beziehungsweise nach Babelsberg in eine Kindercastingagentur. Und dann kriegte ich mit, aha, die Kindercastingagentur war eigentlich damit beauftragt worden, ein deutsches Kind zu finden. Und gleichzeitig sollte ihnen noch eine Mutter zu diesem Kind einfallen, vielleicht die Mutter doch vorzuschlagen. So, und dann bin ich dieser Kindercastingagentur also eingefallen, habe mich mit dieser englischen Casterin getroffen. Und der wahnsinnige Zufall war, dass sie mich fragte, was ich denn alles gemacht hätte. Und ich sagte, naja, ich komme eigentlich vom Theater. Und ja, und welches denn? Na ja, Berliner Ensemble. Und dann sagte sie, ah, Berliner Ensemble, das Theater hat ja wirklich weltweit ja doch einen Stellenwert. Und da sagte sie, ja, sie hat das Berliner Ensemble mal gesehen. Sie haben gar mal gastiert in Edinburgh und da hat sie den Kaukasischen Kreidekreis gesehen. Und da habe ich gesagt, nee, dann da habe ich die weibliche Hauptrolle gespielt. Ich war da bei dem Gastspiel, ich war an diesem Gastspiel beteiligt. Aha, das ist ja toll. Aha, ja. Ja, und dann haben wir uns ganz viel lange über das Theater unterhalten. Und dann dachte ich, muss jetzt hier, wollen Sie mich noch mit dem, also eine Videokamera stand und ich dachte, es wird irgendwas noch gedreht, eine kleine Szene. Nee, sie sagt, sie guckt mal in meinen Band rein und sie guckt mal und wenn ich so auf den Band komme, wie sie mich jetzt hier erlebt hat, dann wäre das alles gut. Und dann kam sie zurück, nachdem sie sich das angesehen hatte, sagte, nee, ist in Ordnung, ja, und sie werden von mir hören. Naja, dann kennt man das ja immer, sie hören von mir und dann hört man dann doch nichts mehr. Und dann aber 14 Tage später hieß es, Tim Burton käme nach Berlin und ich solle mich ihm vorstellen. Aha. Und damit war dann also ein Name gefallen. Dachte, oh Gott, Tim Burton, ja wow. Unglaublich, dieser Regisseur. Und dann musste ich nach zum Gendarmenmarkt Berlin in ein Hotel und da habe ich dann war auch ein kleiner Junge, der dort noch gewartet hat und wir beide sollten uns vorstellen und Tim Burton war also, wir standen in der Tür zu seiner Suite, er guckte uns an und sagte, it's wonderful, thank you for coming, it's wonderful. Ja. Gut, dann waren wir noch 2 Minuten in seinem Zimmer und eigentlich nach 5 Minuten war das geklärt, wir waren wieder draußen und waren beide besetzt. Fantastisch. Ja, es war nicht zu fassen, weil ich kenne das ja hier von Deutschland immer ganz anders. Ja. Da müssen immer alle Redaktionen und Produktionen immer 27 Jahre nachdenken, ob es nur der Schauspieler spielt oder der. Und dann kriegt man nicht mal dann abgesagt, ob man es nun wird oder nicht wird. Ja, und so kam erstmal diese Besetzung zustande und dann hatte ich das riesige Glück, denn ich war ja eigentlich in der Serie im Landarzt und der wird im Sommer gedreht und nun hatte ich das große Glück, dass der Landarzt auch gerade mal eine Unterbrechung hatte und ich gerade in diesen Folgen nicht so viel zu tun hatte, sodass der Aufnahmeleiter, der Janek Plate, der das damals gemacht hatte, hatte wirklich meine Drehtage so geschoben, dass das für mich möglich war, dass ich das in London drehen konnte. Aha. Wie lange waren Sie da beschäftigt und wie haben Sie diese Dreharbeiten denn erlebt? War das schon ein großer Unterschied zu dem, was Sie vorher kannten? Ja, das ist schon, der Aufwand ist schon ein größerer. Es sind einfach ja wesentlich mehr Leute beteiligt. Und vor allen Dingen, 2x5 Wochen war ich in London. Und das waren, das war, bis auf wenige Ausnahmen, war das alles, die ganze Dekoration wurde in unterschiedlichen Studios aufgebaut. Und diese Aufbauten waren schon riesig, enorm. Und es waren jeden Tag ungefähr, wenn man jetzt in Deutschland dreht, normalerweise ist der Drehstab, sind so zwischen 20 und 30 Leute, die dann außer den Schauspielern noch dazugehören. Also Kameraassistent und Tonassistent und Kameramann und Maske, Garderobe und so weiter, das sind in Deutschland gut, auch sicherlich je nach Größenordnung, aber es sind so maximal 30 Leute. Und was ich da in London war, ist 250.
Wir hatten einmal auch, ich habe gerade jetzt hier in meinem Notizbuch mal geguckt, was hier alles wegschmeißen kann. Ich habe 1000 Zettel noch gefunden, weil ich manchmal so Sachen noch aufgeschrieben habe, weil ich ein Buch geschrieben habe. Ja. Das Schubfach zu dick und da habe ich viele Sachen, also einiges mir damals schon notiert, ob sie mal vielleicht in einer Geschichte zu verwenden. Und da habe ich gerade heute einen Zettel in der Hand gehabt, das war mir wieder völlig entfallen, dass wir mehrere Tage mit 550 Kleindarstellern gedreht haben. Also das ist schon, also außer dieser 250 Kollegen, die also ab dem Start noch dazugehörten, noch 550 Kleindarsteller, und das war schon enorm. Ja, und dann ist das anders. Jeder denkt immer, man hat, wenn man in einem Hollywood-Film gedreht hat, dann hat man jetzt bis an alle Tage, bis zum Ende seiner Tage ausgesorgt. So ist das nicht. Das ist vielleicht Johnny Depp oder es sind andere Kollegen. Aber wir wurden wöchentlich bezahlt und ob ich gedreht habe oder nicht, das war schon eine ganze Menge, aber trotzdem war es nicht so viel, als dass ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste. Haben Sie Johnny Depp denn auch mal kennengelernt oder ist natürlich, das? Natürlich, ich habe an, weil die Frage sehr oft gestellt wird, ich habe an 35 Tagen mit ihm vor der Kamera gestanden. Aha. So. Und insofern habe ich ihn ein kleines bisschen kennengelernt. Ja, spannend. Mussten Sie eigentlich Englisch sprechen oder war? Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja. Aha. Und ich habe Englisch gehabt in der Schule. Wir haben natürlich alle Russisch gehabt und dann konnte man aber ab der 7. Klasse noch ein zusätzliches Fach dazu nehmen und da, also zusätzliche Sprache, und an meiner Schule war es Englisch und da hatte ich eben Englisch. Mhm. Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben ein Buch geschrieben. Ja. Wer hat sich diesen tollen Titel einfallen lassen? Ein Freund von mir war das. Aha. Eigentlich hatten wir den gewählt für eine Überschrift, für ein Presseinterview, was so gar nicht so war, wie mir das gefallen hat. Und dann haben wir das umgeschrieben. Und die Dame hat mich eigentlich, so wie sie mich porträtiert hat, als unglückliche dicke Frau in der Ecke sitzend, weinend, das eigentlich so keine Diät jemals angeschlagen hat. Aha. Und mein Freund hat sich das durchgelesen und gesagt, so bist du doch überhaupt nicht. Ja. Und dann haben wir das umgeschrieben, dieses Interview, das hat ihr so überhaupt nicht geschmeckt, aber weil ich gesagt habe, bloß das, was sie jetzt da aufgeschrieben haben, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und da fiel meinem Freund der Titel ein, fürs Schubfach zu dick. Den hat sie dann nicht genommen. Sie hat dann genommen, ich zähle nicht die Kalorien. Aha. Und damit hatten wir den Titel. Und dann hat der, sagte der, weil ich habe dann ein Programm gemacht, ein Abendprogramm, und dieses Programm bekam diesen Titel. Und dann kam dieses Buch ins Gespräch und da sagte der Verlag, das ist doch aber ein schöner Buchtitel. Naja, nun heißt das Programm und das Buch heißt nun auch fürs Schubfach zu dick, was fürs Programm natürlich jetzt immer eine Katastrophe ist, weil wenn ich irgendwo ein abendfüllendes Programm mache mit Klavier, steht dann immer Lesung. Oh, ich denke mal, Ich muss das Programm jetzt einen anderen Namen finden. Ja. Sind Sie zufrieden mit dem Buch und mit dem Erfolg des Buches? Ja, sehr zufrieden. Auch ja, ich habe sehr viel Resonanz gehabt. Es sind in sich, ich habe die Geschichten jetzt nicht gezählt, die sind in sich abgeschlossen. Ja. Und ich mache auch viele Lesungen damit und ich bin da sehr zufrieden. Ja, sind sehr vielseitig, ne? Musikalische Abende, stehen auf der Bühne, stehen vor der Kamera, Hörspiele hin und wieder, sind auch Mitglied der Deutschen Filmakademie, habe ich gelesen. Ja. Also wirklich sehr gut beschäftigt. Was von den ganzen Dingen liegt Ihnen am meisten am Herzen? Kann man das differenzieren oder bleibt irgendwann mal auch eins auf der Strecke, weil das andere gerade in dem Moment akuter ist? Ja, na klar. Es ist jahrelang sind die Bühnen, ist ein Bühnenprogramm auf der Strecke geblieben, weil ich einfach durch ein solistisches Bühnenprogramm, weil ich einfach durch Dreherei und durch damals noch durch ein Theaterengagement beziehungsweise später dann ein Theaterengagement in Bad Hersfeld einfach nicht dazu gekommen bin, das zu machen. Und als ich diesen Unfall hatte bei Mama ist unmöglich, da habe ich mich dann hingesetzt und habe diese Zeit, ich war ein gutes Vierteljahr krankgeschrieben, weil das Bein in Gips war und das dauert ja alles ewig, und die Zeit habe ich benutzt, um ein Programm zusammenzustellen. Da dachte ich, komm, jetzt versinke hier nicht in Trauer und in Depressionen, kneif den Arsch zusammen und mach was. Ja. Und so ist ein Programm entstanden. Aktuell sind Sie in Berlin wieder auf der Bühne zu sehen, der Schlager-Exorzist. Ja. Was kann man sich denn unter diesem Titel vorstellen? Es ist
Stück möchte ich es mal nicht bezeichnen. Der lose Handlungsablauf ist, ja. Ulla Meinecke, Claudia Renner und ich sind eine Frauenrockband. Und wir sind nicht sehr erfolgreich, weil man uns unterstellt, beziehungsweise weil man uns sagt, ihr seid ja künstlerisch ganz prima, aber ihr seid eben einfach zu alt. Und da gibt es in dem Stück auch eine vierte Person, die noch mitspielt, die wird von der wunderbaren Katharine Mehrling gespielt. Das ist, sie spielt eine Schlagersängerin, die wie Roy Black oder Rex Gildo einfach ihre Titel nicht mehr hören kann. Sie kotzt sie an und sie möchte gerne irgendwas künstlerisch was anderes machen. Und gerät in unsere Gruppe, ist blüht auf, weil sie endlich mal mit Rockmusik zu tun bekommt. Mhm. Und wir benutzen sie. Sie wird wir benutzen sie, um unsere Karriere zu machen. Aha. Ja, und das sind also Haufen es sind Rolling Stones Titel drin, aha, von The Who, von den Beatles, aber auch Bill Ramsey, also so eine bunte Mischung. Mhm. Und die Leute, die reingehen, denen gefällt das ganz gut. Ja, klar. Glaube ich. Ja. Wahrscheinlich wird es auch sehr lustig sein, ne? Ja, es ist ganz witzig. Zwei Musiker sind auf der Bühne noch. Aha. Dietmar Löffler am Flügel, der sich das Ganze ausgedacht hat und der das auch inszeniert hat. Der hat die musikalische Leitung und dann noch Ingo Jörg am Bass, und der hat so unglaubliche Gerätschaften auf dem Fußboden noch zu stehen, ein Mikro an seinem Stuhlbein festgemacht und unten so einen Karton, in dem auch noch ein Mikro ist, sodass er also auch noch einen Rhythmus treten kann, sodass man den Eindruck hat, wir sind schon eine kleinere, größere Band. Aha. Ist das Spielen in Berlin für Sie immer noch was Besonderes, eine Art Heimspiel? Ja, insofern angenehm, weil man kommt abends zurück in sein eigenes Bett. Ja, ja. Das macht viel aus, das glaube ich. Ja, und hat nicht so eine lange Anfahrt. Ja. Frau Trögner, vielen, vielen Dank. Ja, ja, bitte. Für das tolle Interview, sehr sympathisch. Ihnen alles Liebe. Ja, Ihnen auch. Danke. Ja, das war Franziska Trögner hier bei uns im Sprechplanet. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, zu Recht, stelle ich fest. Sehr ausführlich, sehr sympathisch vor allen Dingen. Vielen Dank für dieses Interview. Nächste Woche geht es hier bereits weiter. Ja, wir bleiben im gleichen Segment. Wir bleiben in der Schauspielerei. Ebenfalls ein Filmschauspieler, ein Fernsehschauspieler, ein Theaterschauspieler und noch vieles mehr. Er hat wirklich sehr viel zu erzählen. Es wird auch ein wenig um die Musik gehen. Die Rede ist vom Schauspieler Michael Marwitz. Man kennt ihn vielleicht noch als Kurt Sperling aus der Lindenstraße. Das war damals eine große Geschichte. Da hat der Kurt dem Sohn, dem Mumu, die Freundin ausgespannt. Und der Sohn hat ihn dann Jahre später dafür erstochen. Interessant, was das aus ihm gemacht hat. Er lebt noch, er schauspielt noch und ist damit auch sehr erfolgreich. Wir werden darüber sprechen und er hat wirklich sehr viel zu erzählen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier nächste Woche reinzuhören. Ich werde übrigens das öftere Mal gefragt, sag mal Julian, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Sprechplanet zu machen? Mit welcher Technik nimmst du hier deine Telefonate auf? Gibt es Wunschgäste, die du unbedingt noch haben möchtest? Gehen die Gäste vielleicht irgendwann auch mal aus? Und wie lange gibt es Sprechplanet noch? Und dazu möchte ich jetzt gerne mal Stellung beziehen. Also auf die Idee bin ich gekommen mit meinem Kopf. Wir machen das hier mit der modernsten Technik. Die Gäste gehen noch lange nicht aus und es gibt selbstverständlich noch ein paar Wunschgäste, die ich hier unbedingt noch hören möchte. Und wie lange es den Sprechplanet noch gibt, das weiß man nicht genau, aber auf unserer Website ist ein Terminkalender veröffentlicht und da sieht man genau, aha, bis zum 16. Juli geht es also auf jeden Fall noch weiter. 5 neue Folgen sind noch geplant und die werden natürlich auch noch so stattfinden. Was danach passiert, werden wir sehen. Entweder gibt es da neue Termine oder eine große Abschiedsgala. Eins von beiden. Und es ist momentan daher auch noch gar nicht so wichtig, wie es wann weitergeht. Man weiß ja nicht, was die nächsten Monate und Jahre so bringen. Aber die nächsten 5 Folgen stehen auf jeden Fall noch an. Die machen wir und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen schönen Sonntag. Das Wetter ist fantastisch. Es ist heute super. Es wird morgen super. Grillt doch bitte oder macht irgendwas im Freien. Das lohnt sich und sitzt nicht vor dem Computer. Ich werde den Computer jetzt auch direkt verlassen und Grill gut besorgen und damit ist meine Abendplanung auch hiermit veröffentlicht. Schönen Abend noch, alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.